Guten Morgen, meine Lieben. Irgendwie fange ich die Vlogs in letzter Zeit immer aus dem Auto an. Ja. Husti, husti. Oh mein Gott. Muss die Lüse raus. Hast du gehustet? Du bist jetzt in Quarantäne. Naja. Ich teile mit euch gern. Oh, danke. Ja, meine Lieben, heute ist Mittwoch. Ich habe am Montag nicht gevloggt und am Dienstag nicht gevloggt. Ich habe ein hübsches Herpes, ja. Bitte keine Kommentare dazu. Ich habe es schön mit Creme, also mit so einer Herpescreme eingedeckt. Wir haben jetzt gleich einen Termin, deswegen ist der Baba hier mit mir. Wir haben ein kleines Meeting und ich freue mich schon sehr darauf. Ich kann euch leider noch nicht erzählen, um was es sich handelt. Ich freue mich aber sehr, bald werdet ihr es erfahren und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ihr darauf reagiert und wie ihr das findet. Und ja, wir müssen auf jeden Fall jetzt gleich rein. In einer Minute ist schon 8 Uhr und dann beginnt unser Termin. Also, ja, bis gleich. So, meine Lieben, fertig bei unserem Termin. War richtig erfolgreich. Wir haben uns richtig gefreut. Und also ihr werdet wahrscheinlich in vielleicht 2 Wochen oder so erfahren, um was es gegangen ist. Ich will nicht zu viel spoilern. Ich will nicht zu viel aufbauen, aber ich freue mich so. War cool, oder? Sehr mega. Sehr mega. Nein, wir sind im Stress. Bist du im Stress? Baba muss jetzt, fährt uns nach Hause. Hast du das am Boden fallen lassen? Ja. Aber ich muss kurz das Auto machen. Jetzt? Bist du nicht aufgemacht? Oh ja, habe ich schon. So, meine Lieben, wie ihr sehen könnt, bin ich wieder zu Hause in meinem liebsten Reich. Und zwar muss ich jetzt nämlich Wäsche waschen. Der Trockner rennt schon wieder und ich zeige euch mal die Reality auf mein Wäschehaufen. Das sind 2 volle Wäschekörbe. Sowas kommt nämlich zustande, weil ich am Montag und am Dienstag keine Zeit hatte zum Wäschewaschen. Passiert dann das hier. Aber jetzt muss ich halt anstatt einer Maschine am Tag halt 2 oder vielleicht sogar 3 reinhauen. Mal gucken. Ich möchte nämlich diesen Wäscheberg bekämpfen. Jetzt ist die Küche dran. Schaut euch mal das an. Haben wir gestern am Abend so einfach stehen gelassen. Wie immer halt. Und ja, heute eine frühe Jause gemacht. Und das muss ich jetzt aufräumen. Die Luisa spielt im Wohnzimmer, wie ihr vielleicht hört. Sie hat gestern, also wir haben gestern ein bisschen sauber gemacht unter der Couch, weil da waren so viele Spielsachen drin. Immer wenn man sich gebückt hat, hat man gesehen, dass unter der Couch einfach 3000 Spielsachen sind. Ich habe gestern mal gesagt, wir müssen die Couch mal wegschieben. Und da sind gewisse Spielsachen wieder neu entdeckt worden. Wie dieses. Also, ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Ich kann es euch mal zeigen. Ey, cool. Und dann haben wir auch dieses schwarze Pferd gefunden. Die beliebte Toni-Figur. Die haben wir schon so lange nicht gefunden gehabt, jetzt wissen wir, wo sie waren. Und dieser ganze Korb, dieser ganze Spiel, das war unter der Couch. Haben wir gestern die ganzen Schätze rausgeholt. Natürlich Süßigkeiten und was da nicht alles darunter war. Wer kennt das nicht auch? Naja, hoffe ich mal, dass wir nicht die Einzigen sind. Ist das leer? Ja, ist das schon leer. Teddybär, Teddybär! Ist dein Teddybär, Luisa? Ich werde mich jetzt um dieses Chaos hier kümmern und ich werde euch daran teilhaben lassen im Schnelldurchlauf. Was haltet ihr davon? Könnt ihr da gut sehen? Thank you.
Ich habe jetzt fertig aufgeräumt. Schaut schon mal viel besser aus, oder? Das hat keinen Platz mehr gehabt. Ein Geschirrspüler. Das muss ich zu den Hühnern rausbringen. Und ich bin fertig. Und jetzt gönne ich mir noch einen Kaffee. Da mich viele von euch immer fragen, welche Ersatzmilch ich denn trinke, das ist die geliebte von mir, von der Marke Joja. Ich glaube aber, die gibt es nur in Österreich. Also haben mir jetzt einige in den Kommentaren geschrieben. Ich nehme normalerweise immer die frische. Die ist im Kühlregal und die hat auch B12 und Vitamin D3 enthalten. Aber die ist jetzt leer gegangen, deswegen habe ich jetzt diese genommen. Die kann man auch ungeöffnet noch draußen lagern. Und ja, das ist die Barista, die schäumt auch schön. Wobei die frische von Joja auch sehr gut schäumt. Also müsst ihr mal probieren, wenn ihr aus Österreich seid. Ich mag die auf jeden Fall total gerne. Das ist meine Lieblingsersatzmilch. Und weil mich einige auch noch gefragt haben für so Müsli oder so, ja, so zum So trinken, mögen die Kinder diese sehr gerne und ich auch. Also die ist sehr, sehr gut. Im Abgang schmeckt es ein bisschen wie Nutella. Finde ich auch sehr lecker. Seht ihr, und so schaut dann der Milchschaum aus. Das ist warme Milch und das ist der Milchschaum. Und bei normalen Milch wird es genauso ausschauen. Also ich finde, die ist echt gut. Und der Schaum ist auch schön fest. Ja. Mit meinem Kaffee sitze ich jetzt schon im Büro und ich habe gestern wieder ein bisschen umgestellt, ich zeige es euch mal, weil ich nicht so ganz wusste, was ich denn mit diesem Sessel machen soll. Ich habe ihn ja rausgekickt, das habe ich euch ja noch gezeigt, er war ja zuerst da, aber im Wohnzimmer hat er nicht so richtig gepasst, deswegen habe ich ihn jetzt wieder zurückgenommen und habe das jetzt so hingestellt. Also hinter da hinten ist die Lampe und habe hier das so umgestellt, wobei das jetzt ein Chaos-Ecke ist. Sorry. Ja, habe hier einen von diesen schwarzen Regalen, hier dann diesen Sessel, dann dieses Regal hier und hier den Spiegel. Jo, ich weiß noch nicht so genau, ob ich so fühle, aber ich lasse es mal. Aber es ist cool auch hier, einen Sessel zu haben. Ja. Ich weiß meine Sophie. Hallo Dobby. Dieses Kabelsalatgedöns dahinter hasse ich übrigens. Ich glaube, ich werde mir so eine Box kaufen, wo man diese ganzen Kabel da drin verstecken kann. Ja, mal gucken, wie ich das dann so löse mit dem Platz hier. Jetzt müssen wir die Mädels holen und die Luisa spült hier schön und hat sich natürlich mal wieder ihre Socken ausgezogen. Wo sind denn deine Socken? Nee. Alles klar. Ich glaube, ich habe da was gesehen, ha? Mal Socken anziehen, Luisa, komm. Nein, nein, nein. Das ist das. Was? Das. Was? Das. Das? Die Kamera magst du halten? Ja. Bitte schön. Halte. Warte, nach alle Kerl. Sag hallo, meine Lieben. Nee. Oh, wie süß bist du, bitte? Bist du süß? Nein. Doch. Hast du Kaki gemacht? Ja. Ah, na gut, komm. Geh mal Windel wechseln. Hallo, Babygirl. Ja. Was machst du denn da? Wow. Du das alle reingegeben? Ja. Sehr gut. Aber komm, jetzt geh mal Windel wechseln. Komm. Du stinkst. Komm. Kommen Sie bitte schön. Treten Sie ein. Hast du Kaka gemacht? Nein. Doch, du stinkst. So, meine Lieben, wir sind jetzt wieder zu Hause. Ich habe den ganzen Prozess vom Kinderabholen nicht mitgeblockt. Das mache ich meistens nicht, weil ja im Kindergarten will ich eh nicht vloggen und meistens habe ich eh keine freie Hand, wenn ich mit den Kindern unterwegs bin. Deswegen, hi, von zu Hause. Ich werde jetzt gleich was kochen. Ich habe mir jetzt ein bisschen angefrorenen Spinat rausgeholt. Dann diese Kartoffelpuffer und Würstel. Also so, wie heißen die? Bratwürstel. Und ich werde jetzt aber Spinat mit Ei und Kartoffeln machen. Ich habe aber trotzdem die Bratwürstel dazu genommen. Vielleicht mag die Lara oder die Luisa das dazu essen. Und ich fange mal gleich an, das zuzubereiten. Zuerst mal den Spinat abtauen. Und ja, los geht's.
Ist die Luisa bei dir, Michelle? Okay. Die Kartoffeln sind im Backofen. Der Rahmspinat köchelt. Es ist ein veganer Rahmspinat übrigens, damit der Patrick auch mitessen kann. Ich habe da vorhin, warte, ich kann es euch zeigen, ich habe es nämlich gerade weggeschmissen. Dieses Creme habe ich dazu getan. Diese, ne? Creme Vega. Und die Bratwürstchen für die Mädels sind auch gebraten. Und Eier mache ich dann später. Ich gehe nur mal schnell runter schauen, was die Waschmaschine sagt. Ob die schon fertig ist. Den Korb bringe ich nur kurz runter, weil morgen ja die Geburtstagsfeier ist von der... Wow, wie schön die Michelle Dere. So, dass sie hingeworfen hat. So, schaut irgendwie gut aus. Und ich brauche hier keins. Also fertig. Kann ich gleich hinfüllen. Machst du es auch? Geh mal in dein Zimmer. Ha? Komm, geh mal da am Boden. Bin auf jeden Fall. Ein Geschenk von Lara? Ich glaube, das ist ein Geschenk für die Lara. Stell es mal auf. Komm, mach mal auf. Ich bin ganz neugierig. Mama, und das ist das. Hier muss man. Du magst auch? Ja. Danke, Michelle. Nein, das ist eine Geschenkverpackung. Achso, ich hätte gedacht, das ist ein Prinzessinnenkleid. Soll ich dir helfen? Die Sophie ist auch neugierig, meine Güte. Hey, da hast du was so, ein Roblox-Stick. Ja? Ich glaube, das ist Roblox. Und, ist das cool? Ich weiß nicht genau, das ist Roblox. Das ist Roblox. Ah, Mama. Ist das cool? Oh, du Aua, ist das cool? Hast du dich? Danke, Laura. Sie hat das bekommen von der Laura, von der Diego 5 Managerin von meinem Netzwerk. Bye, bye. Die Lara ist nervös. Wie sollen wir es aufmachen? Sagst du danke, Laura? Zu den Schüchtern. Oh, das ist so cool. Lara ist nämlich ein richtig großer Roblox-Fan, oder Lara? Was ist das hier? 12-teilige Figuren, oder? Ich habe eine Grüße. Meine Roblox. Boah, jetzt haben wir Roblox auch in Figuren. Das ist cool, oder? Ja. Also das Spiel ist so eine Art wie... Roblox. Ja. Aber es ist eine Art wie... Minecraft, Roblox. Oder? Ja, es schaut aus wie Minecraft, aber es ist nicht Minecraft. Nee. Ja? Geh mal zum Patrick, zeig's mal dem Patrick. Der soll es für dich aufmachen. Ich habe jetzt. Wo ist Sophies Geschenk? Sophie hat kein Geschenk. Und hat Sophie Geburtstag. Ja? Ja, ich kann ganz arbeiten. Du magst auch Roblox? Ja. ja. Esst ihr zusammen Fleisch? Papa, sie mag auch. Mag
Papa muss das klein machen. Boah, wie bei Hühner, wie kleinen Vögel oder was? Ja, der Papa ist von der Arbeit nach Hause gekommen. You can see him. Oh. Und schaut mal, ich habe mich hier richtig gut eingedeckt mit Backutensilien. Laras Geburtstagsfeier ist nämlich morgen und ich habe ganz viel Zeug gekauft. Das habe ich euch noch gar nicht gesagt. Ja. Wir wollten ja zuerst ursprünglich bei McDonald's feiern. Es ist jetzt aber leider so, dass ich das abgesagt habe, weil der Papa nicht, sich nicht freinehmen konnte, weil so viel los ist bei ihm in der Arbeit und ich nicht alleine mit Luisa, Lara und den anderen Kindern alleine nach Wien fahren wollte, zum McDonald's Geburtstag feiern, hin und her feiern. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, aufgrund dessen, dass wir zu Hause feiern. Und jetzt muss ich eine Torte backen. Die Lara hat sich in allerletzter Sekunde für eine Meerjungfrauenparty entschieden. Und es kommt sogar morgen ein Zauberclown. Könnt ihr bitte aufhören zu streiten? Dankeschön. Auf jeden Fall kommt morgen auch ein Zauberclown und die Gäste kommen alle zu uns nach Hause. Die Julia kommt zu mir, die war letztes Jahr schon da, die hat für Laras 4. Geburtstag dekoriert und sie kommt morgen und dekoriert ein bisschen. Freue mich auf jeden Fall. Alles im Meerjungfrauen-Style, weil das hat sie umentschieden, die Lara, weil zuerst wollte sie ja Prinzessin, können Sie sich noch erinnern, wir haben ja die Prinzessinnen-Einladungen gemacht und dann hat sie bei der Julia die Meerjungfrauen-Deko gesehen und dann war sie so, Meerjungfrauen, weg mit Prinzessin. Die sind nämlich wirklich, wirklich wunderschön. Aber das werdet ihr dann morgen im Vlog sehen. Weil das, ich werde euch natürlich auch morgen ein bisschen mitnehmen, soweit ich kann. Na, wenn die Kinder dann da sind, dann nicht mehr so. Also mal schauen, wie ich das vlogge, wenn der Zauberclown dann da ist. Weil der macht auch Zauberclown, weil er halt ein Clown ist. Aber der macht auch ein paar Zauberkunststücke. Und mit Ballons kommt der auch. Ja, mein Schatz. Ich habe mir auf jeden Fall, ja, Butter gekauft, Zucker, einen Staubzucker. Ich möchte nämlich eine Meerjungfrauentorte backen, deswegen habe ich blaue Farbe, lila Farbe gekauft. Dann war ich in so einem speziellen Tortengeschäft und habe Marzipanmuscheln gekauft. Dann diese Zuckerdinger da. Dann noch so Streusel für innen, den Kuchen. Zum Dekorieren, Perlen und so weiter braucht man ja für Meerjungfrauen. Dann auch für so blau. Blaue Perlen, blaue Streusel. Und nochmal hier diesen Galaxy Mix. Ich habe mir gedacht, das streue ich so rundherum. Werde ich euch dann zeigen. Und dann habe ich auch noch Zuckerglasur in fertiger Form gekauft. Mal schauen, ob ich das gebrauchen kann, aber ich denke mal schon. Dann diese Spatel, weil ich mache eine Buttercremetorte und ich hatte nicht so, so kleine Dinger. Michelle! Und dann habe ich noch von diesem Tortenbackgeschäft so Flossen gekauft. Schau mal, Baba. Cool. Ja, aber das ist hart, aber es ist halt Zucker zum Dekorieren. Und ja. War aber schon teuer, gell? Die Deko hat 35 Euro gekostet. In der Winterdeko. Ja, 35 Euro die Deko, diese Sachen da. Und bei Merkur habe ich nochmal für die ganzen Dinger da 20 Euro ausgegeben. Ja, sorry. So, meine Lieben, aktuell ist es 0.15 Uhr, also 12:15 Uhr. Alle schlafen natürlich schon, außer ich, weil ich habe nämlich die Torte da fertig gebacken und dekoriert. Sie ist fix und fertig. Ich muss jetzt nur den Kühlschrank stellen. Und ich habe das Ganze für euch mitgefilmt, damit das Ganze erstens den Vlog nicht sprengt und zweitens, dass ich das als eigenes Video habe. Und ich zeige es euch mal von nahem. Hier ist das Prinzip, wie man vielleicht erkennen kann, mehr ist mehr und ich bin einfach verliebt. Habe ich, glaube ich, gut gemacht, oder? Was sagt ihr? Daumen nach oben, wenn die Torte euch gefällt. Aber das ist wirklich mega einfach gewesen. Und ja, wird dann bald ein Video dazu geben. Ich werde jetzt auf jeden Fall hier nochmal aufräumen, die letzte Szene für mein Video drehen und dann ins Bett gehen. Ja. Deswegen verabschiede ich mich gleich hier schon vom Vlog. Danke fürs Zuschauen, meine Lieben. Ich werde euch dann morgen so... Was ist mit der Schärfe los? Linde ist schmutzig. Okay, egal. Auf jeden Fall, wir sehen uns dann morgen bei Laras Geburtstag. Nehmen wir natürlich auch mit morgen und